Hallo Leute, ich bin Silou und ich habe heute etwas sehr zu diesem Wetter passendes für euch. Ich habe mich heute bei diesem wundervollen Wetter nach draußen gewagt, zusammen mit ein paar Freunden, die da unten stehen und quatschen. Also wenn ihr irgendein Gebrabbel im Hintergrund hört, sind das wahrscheinlich die. Und so wie ich bin, habe ich natürlich einen Whisky mitgenommen, den wir dann auch gemeinsam noch genießen können. Und was gibt es zu diesem Wetter passenderes als ein Isla Whisky? Und ich habe hier was ganz, ganz Tolles. Und zwar haben mir die Jungs und Mädels von Celtic Events einen McNeil's Choice Isla Clash, Achtung, meine lieben Freunde, Blended to Malt zugeschickt. Und das ist eine total coole Sache. Celtic Events ist der deutsche Importeur von Andrew McNeil. Andy ist ein sehr, sehr cooler Whisky-Dude, eine ziemliche Größe. Ich durfte auch schon mal in Trebsen bei den Highland Games für ihn arbeiten und an seinem Stand stehen und dort Cooper's Choice verkaufen. Er hat nämlich diese zwei Marken, Cooper's Choice und McNeil's Choice, und tut unabhängig Whisky abfüllen. Und ich muss sagen, was mir bei Andy besonders gefällt, ist, dass er halt einfach Whisky nicht nach Quantität, sondern wirklich nach Qualität abfüllt. Also er ist jetzt nicht darauf bedacht, damit möglichst Geld zu machen, sondern er macht halt nur Sachen, die er selber auch geil findet. Und ich denke, damit schmeckt das halt besonders gut, einfach alles. So, mein Kabel stört mich hier ein bisschen. Ich mache mal ganz kurz eine Break. Wir haben 124 Flaschen, also nicht viele. Und die Jungs haben mir verraten, es sind auch nicht mehr viele da. Ihr müsst also schnell sein. Ich blende euch mal den Link ein, wo ihr bestellen könnt. Und zwar haben wir hier ein Blended Malt Whisky. Für alle, die damit jetzt nicht viel anfangen können. Es gibt grundlegend Single Malt. Da hast du sozusagen Whisky aus... Okay, wir fangen ganz von vorne an. Reinste oder kleinste Sache, die man abfüllen kann, ist ein Single Cask. Dann weißt du, okay, da ist nur Whisky aus diesem einen Fass drin. Die nächste Stufe ist ein Single Malt. Das bedeutet, der Whisky kommt aus einer Brennerei, ist dort hergestellt, gelagert, abgefüllt worden. Da kann es aber sein, dass mehrere Fässer zusammengemischt wurden, entweder um einen bestimmten Geschmack immer wieder zu erzeugen, weil nur weil ich einen Whisky die gleiche Länge und im gleichen Fasstyp lager, heißt das nicht, dass es am Ende gleich schmeckt. Ne? Zum Beispiel für so einen 10er Lafroy werden meistens mehrere Fässer miteinander verheiratet, nennt man das. Ne? Ist also alles legitim. Wir haben ein legitimes Kind, den Single Malt. Ein nicht so legitimes Kind, der Bastard, nein, ist dann der Blended Malt. Das bedeutet, dort haben wir Whiskys aus verschiedenen Brennereien. Da gibt es deutliche Qualitätsunterschiede. Also wir haben den klassischen Johnny Walker Basis. Ich weiß gar nicht, welche von den ganz vielen Farben, die es gibt, der Basis Johnny Walker ist. Schwarz? Ich glaube schwarz. Also Black Label. Bei Johnny Walker werden verschiedene Single Malts, zum Beispiel ein Cardhu, ein Lagavulin, ein Oban, eben alles, was zu Diageo gehört, aus verschiedenen Brennereien Single Malts genommen und miteinander vermischt. Um nun die Menge und Nachfrage abzudecken, wird da auch Grain Whisky reingetan, also Whisky, der nicht mit gemälzter Gerste hergestellt wurde, sondern mit anderem Getreide und dadurch günstiger ist in der Herstellung und mehr Volumen bringt. Im Fall von Johnny Walker ist das jetzt Hake Club, kann man auch so kaufen. Und so ein Blend soll immer so ein bisschen einen breiteren Geschmack treffen, ne? Weil so ein Single Malt, ein Single Cask hat alles sehr spezielle Geschmäcker und so ein Blend ist einfach nochmal von den Aromen her breiter aufgestellt in der Regel, weil du eben mehrere spezielle Geschmäcker miteinander vermischst, Liebe machen lässt. Genau. Und dann gibt es natürlich noch höherwertigere Blended Malts, so wie diesen hier. Da sind dann nur Single Malts drin. Da ist kein Grain Whisky drin. Ne? Also hier gibt es 126 Flaschen. Also könnte man bei einem 6 Jahre alten Malt, also hier ist
der Jüngste ist 6 Jahre alt, der hier drin ist, könnte man vermuten, dass da 2, 3 Fässer zusammengeschmissen wurden aus verschiedenen Brennereien. So, Andy hat ja einen kleinen Tipp draufgeschrieben, oder die Jungs von Celtic Events. Und zwar, eine für ihre Committee-Abfüllungen bekannte Brennerei wurde hier mit einem Secret Isla vereint, der 21 Monate im Oloroso Cask nachreifen durfte. Das heißt, wir haben hier 2 Isla Whiskys drin. Der eine ist relativ klar, denke ich. Der zweite, oh, mal schauen, das könnte interessant werden, was da drin ist. Der Whisky ist non-chill filtered, also nicht kühl gefiltert. Er ist nicht gefärbt, was ich auch bei einem derartigen Tropfen erwarte. Dass da nichts dran noch geschönt wurde. Warum auch? So, ich lege den mal hier so hin, dass er mir nicht wegrollt an diesem Hang hier. So, mein Gläschen lag vorher in einer Wollsocke. Das heißt, es ist auch relativ warm. Ich wärme es trotzdem noch ein bisschen an. Ich habe mein Laphroaig-Glas, was ich 2017 in der Brennerei mitgenommen habe, benutzt. Kein Hint, was ich vermute. Als erstes habe ich tatsächlich kein Rauch in der Nase gehabt, was sehr lustig ist, weil bei Isla Clash, da stelle ich mir immer so 2 super krasse Rauchbomben, die aufeinander prallen, vor. Aber als erstes hatte ich hier eine sehr süße Note. Ist natürlich schwierig bei so einem kalten Wetter. Ich habe ihn, wie ihr von euch gesehen habt, auch vorher schon mal probiert. Ich kann also auch noch ein bisschen Aromen aus meinem Kopf zaubern. Jetzt kommt der Rauch so ein bisschen raus. Das ist sehr... Boah, das ist sehr aschig. Das könnte der Artback sein. Ups, jetzt habe ich es gesagt. Der Committee bekannte... Committee-Abfüllung bekannte Brennerei. So sehr trocken, staubig. Na, so wie kalte Asche eben. So schöne Handvoll, irgendwo hingeschmissen. Und ich habe auch eine deutliche Zitronennote. Gut, ne, immer suggeriert man das jetzt, wenn man an eine bestimmte Whisky-Marke denkt, dass das da drin ist. Man hat auch so leicht dieses Oloroso-Fass. Aber eher so als sehr elegante Untermalung, also wirklich nicht so deutlich. Er ist jetzt nicht weinig oder sherry-lastig so upfront, finde ich persönlich. Ne, ist ja immer meine Meinung. Aber er ist so unterschwellig, ist er mit drin. Oh, ich bin gespannt. Also ich kenne ihn ja schon, aber ich bin trotzdem jedes Mal wieder gespannt. Lunge. Habe ich mich gleich verschluckt. Also am Anfang hat man so eine richtig schöne, sehr kurze, aber so richtig schöne, deutliche Sherry-Note. Und das ist erstmal so dieses, oh, ist ja gar kein Rauch. Und dann kommt er so eingerollt. Und das da, das mag ich immer besonders an rauchigen Whiskys, wenn die so unterschwellig erstmal was anderes haben und dann so angerollt kommen und ich dann, ja. Stellt euch vor, ihr trinkt einen Sherry und ich habe eine Handvoll Asche in der Hand. Ihr trinkt, habt so diesen ersten Sherry-Geschmack im Mund und dann mache ich und dann kriegt ihr die Asche ins Gesicht. Das war jetzt gerade so das erste Gefühl, was ich mit dem hatte. Der hält schön lange an, hat ein sehr angenehmes Mundgefühl. Man merkt den Alkohol kaum, der bei 53% liegt. Okay, also die merkt man auf keinen Fall. Also man merkt schon, dass Alkohol drin ist, aber sie sind sehr gut eingebunden. Er heißt übrigens Hype and Smoke. Ich vermute, dass das nochmal ein Hint auf die Brennereien ist.
Oh, ich liebe solche Rätsel. Hype ist relativ klar. Smoke. Wir haben also was sehr Rauchiges. Ich muss noch einen Schluck probieren. Der erste Schluck ist immer so der erste Eindruck. Aber wir müssen noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Hat übrigens eine sehr schöne Farbe. Also für einen Islay Whisky sehr dunkel. Er hat auch hinten raus so eine angenehme Süße. Ganz, ganz am Ende piekst so eine Zitronennote durch. Aber der Rauch wird super schön begleitet von dieser Süße, die aus dem Sherry-Fass kommt. Also wirklich, wirklich toll. Sehr angenehm auch, also schon kräftig im Rauch, aber jetzt nicht so super krass Bam in your face. Also da habe ich schon schlimmere Rauchbomben getrunken, wo selbst ich nicht jeden Tag ran kann. Aber der ist sehr angenehm, sehr toll. Ich schwanke bei der Brennerei zwischen zweien aktuell. Ich weiß noch, als ich den das letzte Mal probiert hatte, lag ich irgendwo zwischen Laphroaig und Carl Islay. Einfach weil ich weiß, dass Andy auch Laphroaig sehr mag und sehr geile Laphroaigs schon abgefüllt hat. Carl Islay, weil ich einen sehr fleischigen Rauch hatte. Ich vermute aber, dass diese fleischigen Aromen wirklich nur in einer sehr warmen Umgebung rauskommen. Und wenn es halt kühler ist, kommt eher so dieser auch kaltaschige Rauch durch. Hat auch leicht was Torfiges. Also so ein bisschen Erde habe ich jetzt im Hintergrund drauf. Jetzt schwanke ich gerade so ein bisschen zwischen Laphroaig und Lagavulin. Einfach weil... Aber Lagavulin hat eher für mich so ein Lagerfeuerrauch, so wirklich dieses Holz, was brennt, sehr auch aromatisch, super schön. Auch wenn ich nie so mit Lagavulin war, ich habe einfach noch nicht der Funke ist noch nicht übergesprungen. Vielleicht im Mai, da geht es nämlich für mich mit meinen Eltern für 10 Tage nach Islay. Und natürlich nehmen wir jede Brennerei mit, die es gibt. Bin schon sehr gespannt, das wird richtig, richtig cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich euch da so ein bisschen mitnehmen soll und wenn ja, ob ihr das gern auf YouTube sehen wollt oder eher auf Facebook und Instagram. Ich konzentriere mich dann lieber auf ein Medium und mache das ordentlich, als wenn ich dann versuche, irgendwie alles zu bedienen. Ich finde den super geil. Wirklich, wirklich geil. Also, Andy, da hast du wieder was geschossen. Es ist unglaublich. Ich vermute, dass wirklich nicht mehr viele Flaschen da sein. Also ihr müsst wirklich schnell sein und ich kann den nur jedem wärmstens ans Herz legen. Es ist wirklich, wenn man Islay Whisky mag, aber jetzt auch nicht Bock auf einen spezifischen hat, sondern gern auch mal so ein bisschen einen Mix haben will oder auch so auf Rätsel steht wie ich. Welche Brennerei könnte da noch drin stecken? Ist der auf jeden Fall top und mein Bild von Blended Malts hat sich auch sehr gewandelt in letzter Zeit. Also wirklich, früher war für mich immer so ein Blend, fasse ich nicht an, ist Johnny Walker, schmeckt mir nicht. Und ich habe in letzter Zeit viele hochwertige Blended Malts getrunken, die mich sehr überzeugt haben. Und die wirklich sehr, sehr lecker waren. Also der zählt da auf jeden Fall auch mit rein. Ich freue mich, dass ich den Rest der Flasche noch für mich habe. Genau, der ist wirklich grandios. Der kriegt von mir... Ach, ich muss noch mal probieren. Dann kann ich mich auf eine Punktzahl festlegen. Der hat auch ein sehr tolles Mundgefühl. Und der Rauch im Mund ist sehr angenehm. Und da kommt erst so richtig krass scharf raus. Also so angenehme Schärfe. Rauchige Schärfe, wenn man den runterschluckt. Und dann kommt noch mal so ein Cherry-Cask hinterher, so, ah, hallo, ich bin süß. Und dann
Der ist einfach, der ist eine 9 von 10, wenn ihr mich fragt. So, jetzt ist es raus. Ich habe gar nicht nach dem Preis geguckt, das mache ich jetzt schnell mal noch. Schande auf mein Haupt, ich bin wieder vorbereitet wie eh und je. Super professionell. Umso mehr danke an die Jungs, dass sie so viel Vertrauen in mich haben. Ich suche den mal ganz fix raus. Da ist er. Isla Clash. Na, das ist doch mal ein passabler Preis. Also ganz ehrlich, für 6 Jahre Blend und 53%, 69,90, das ist doch, denke ich mal, ein Schnäpperle. Wenn man überlegt, Fass 7a und Fass 7b. Ja. Hier stand auch, achte darauf, dass der Whisky in der Winterzeit nicht zu kalt ist. Also wie gesagt, als ich ihn warm getrunken habe, war er nochmal mehr vom Rauchvolumen her auch nochmal fleischiger, würziger. Das fällt hier jetzt so ein bisschen raus, aber er ist jetzt, finde ich, wesentlich fruchtiger, als wenn ich ihn warm, als ich ihn warm getrunken habe, irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Also je nachdem, ob ihr mehr den Rauch haben wollt, trinkt ihn draußen, so wie ich, und friert euch einen ab. Wenn ihr mehr die Süße haben wollt und wenn ihr mehr den Rauch haben wollt, trinkt ihn drin im Warmen. Auf jeden Fall, ich bleibe bei 69,90. Kann ich mir noch eine zweite Flasche kaufen? Ich bleibe bei den 9 von 10 Punkten. Meine absolute Empfehlung. Und ich packe jetzt zusammen. Mir ist kalt und meinen Freunden auch. Und die haben fast aufgegessen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restabend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das Video guckt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.